Es ist doch abnormal. Durch den Krankenwagen gerufen. Hätte ich den hier von der Firma wenigstens anrufen? Wahrscheinlich nicht. Ist wahrscheinlich ein privater Anruf hier, den Rettungswagen. Echt zu Hause, weil das hier Zeit kostet. Also, ich will wieder verarschen. Warum? Ah, ist wieder an. Oh, Himmel, Herrgott. Holen Sie sich, ich brauche immer noch die Information von der Schreddertechnologie irgendwo her. So. Ach du Scheiße. Wir führen, ich habe gehört, mit 100 zu 66. Genau. Ich muss gleich einen Krankenwagen zu Hause rufen. Damit ich ein medizinisches Set von einem Arzt kaufen kann, für unseren Chef. Weil er gerne Sammlung von Mitteln hat, die Menschen töten. Da gehört ein Arztkoffer natürlich dazu. Ah ja. Frag mich noch, wie ich hier die Information von der Schreddertechnologie kriege. Das wird wohl mit der Zeit kommen. Albert de Salvo finden, wird auch mit der Zeit kommen. Supergame gewinnen, das kommt auch. Für Quiz-Teilnehmer, dafür brauche ich 3 Stunden. Salernos Haus 1 Stunde. Memory Stick. Ja. Wird irgendwo wahrscheinlich in einem der Schreibtische rumliegen. Muss ich vielleicht im Internet sonst gucken. Ja, Analysebericht, genau. Eine Anfrage. Ja, die wird gelöscht. Tschüss. Anfrage. Eine Anfrage. Ein Erschießungskommando. Oh Gott! Erst wird die Anfrage gelöscht, dann wird der erschossen. Und als nächstes. Und dann archivieren. Damit auch ja jeder das. Ne? Aber was machen wir denn jetzt? Anders Mission für Wissenschaft und Technologie archivieren oder anders Mission? Archivier und mal. Das Stillen. Stillen? Was ist das für Deutsch? 10 Punkte für Supergame. 10 Punkte für Gryffindor. Ich finde dieses Lied einfach geil, wo die singen so singen. Eukalyptus Bonbon. Westerwaldlied. Ja. Da gibt es noch ein paar andere Varianten, um das zu überrücken. Zum Beispiel schmeißt den Spieß vom Fahrrad oder rosa Damenschlüpfer. Oder Monika. Monika? Ja, das ist das Lied, wo die singen, dass als Erika gestorben ist, sucht er sich eine neue und zwar Monika. Okay. Davon habe ich noch nicht gehört. So, 2 hintereinander geschafft. Das ist ja mal hier. Auf der Ebene verdient man gut Geld. Ein paar Tage wurde eine Gruppe toter Soldaten auf den Stadtfriedhof begraben. Stadtfriedhof. Flaggen des großen Vaterlands bedeckt. Nee, dann nur ein Erschießungskommando. Die Taskforce. Mir wurde das ja auch nicht erklärt, was ich hier machen muss. Der hat die Flagge begraben. Also da würde ich den aber auch hier massakrieren. Wir sehen, wie diese Leute in den Schredder fallen, aber es könnte ein bisschen dauern, wenn man 15.000 Punkte braucht. 100. Wir haben schon 100. 500. Ich weiß gar nicht, ob wir da so großen Einfluss drauf haben, aber rein theoretisch müssten wir ja. So, Beschwerde. Anfrage, Denunzierung, Information, Denunzierung, Anfrage. Na gut, ne? Dann Schredder. Beschwerden kommen in Schredder. Wirklich? Anscheinend. Information. Genehmigung. 1876 Posaunen. Posaunen? Patriotismus und. Dann genehmigen wir das. Und klassifizieren das. So. Irgendwie. Das ist nicht Bürokratie. Ja. Gemeindedienst und Belohnung.
Also man muss, wenn man eine Information kriegt, wird man erst belohnt und muss dann Gemeindedienst leisten. Wunderbar. Kultur, Kultur, Information. Das heißt wahrscheinlich archivieren, genau. Archivieren und Archiv. senden. Dann archiviert es und dann sendet man es. Wahrscheinlich eher andersrum. Informationen schon wieder. Informationen an das Ministerium für Sozialfürsorge genehmigen. Hallo, ich habe die Ergebnisse der psychologischen Untersuchung von Fleischereiarbeitern. Ihr Ihr Depressions. Depressionsgrad ist durch die Decke geschossen. Ja, wir haben keine Arbeit. Brustwürste wurden vor kurzem verboten. Wirklich? Ja. Warum? Gute Frage. Wahrscheinlich zu teuer und so weiter. Habe ich was vergessen? Oh ja, habe ich. Da war vor, als wir noch auf der anderen Etage waren, war da jemand anderes. Der hat den Nachbarn gerochen hier, wie der irgendwie Würste hatte. Hat den deswegen angezeigt, weil er die ja nur aus dem Ausland haben kann. Beschwerden an Sozialfürsorge. Das heißt, prüfen. Beschwerde für Sozialfürsorge. Weiß ich, irgendwie habe ich mal Lust, wieder ein OMSI-LP weiterzuführen. Ein OMSI-RP. LP. LP. Genau. Let's play. Mal Das wieder ist was zu machen. übrigens kurz aus dem Spiel rausgeschwitzt, wo ich kurz davor war, Angela Merkel vom Thron zu stoßen. Was sind jetzt alle? Beschwerden. Ja, red weiter. Das geht doch innerhalb von ein paar Minuten, kann man die doch vom Thron schmeißen, wenn sie Pech hat. Mit einer was für? Mit einer was für eine Knappheit? Was? Ja, die beschwert sich ja, dass die so große Bilder von des Anführers in die Wochenzeitung machen. Papierkrankheit, Papier. Absorptionsmittelkrankheit. Knappheit. Knappheit. Propaganda Literatur. Propagandaliteratur. Ja. Die einzigen Bücher, die in Helmer noch erlaubt sind. Wir müssen ja gar nicht mehr arbeiten. Nächste. Anfrage. Wir brauchen ja das Geld. Ich arbeite, glaube ich, ich höre gleich, glaube ich, auf mit Arbeiten. Er wurde verlegt und antwortet nicht mehr. Ja, wohin wurde er wohl verlegt? In den Tod! Ja, dann gibt's ein Erschießungskommando. So, Warte. und eine Frage archiviert und gestellt. Warte. Weil sie fragt, oder er, oder wer auch immer fragt. Warum der nicht mehr antwortet, wird er erschossen. Wir leben in einem Rechtsstaat. Ah ja. Hallo, ich habe die Ergebnisse der neuesten Patriotismusumfrage, ja. Ah ja, da erinnere ich mich dran. Wir haben die Bevölkerung gefragt, ob sie auf Anweisung des Anführers sterben sollen. War fabelhaft, die Leute mussten nicht mal antworten, sie sind einfach gestorben. Informationen klassifizieren. Die Leute mussten nicht mal gefragt werden oder so. Ja, die mussten nicht mal gefragt werden und sind einfach direkt gestorben. Patriotismus. Nation, das heißt Belohnung und Gemeindedienst. Wiedervolk. Informationen werden dann archiviert und gesendet.
mach das andersrum. So, wenn wir jetzt aufhören, können wir gleich noch ein bisschen Buch lesen gehen. Hör ich jetzt auf. Hast genug Superpunkte. 50 hast du heute gesammelt. Wir haben jetzt schon 180. Ne, wir hatten noch eben 100, dann habe ich ja 80 gesammelt. Ja, stimmt. Perfekt. Und wenn meine Mitarbeiter ein bisschen nur sammeln, erbärmlich, wie wenig die sammeln, aber Gegner stehen auch. Wie kann man, können die überhaupt 66 sammeln? Ich dachte, man kann immer nur 10 pro Ding sammeln. Das habe ich mir auch schon gefragt. Ja, hier Tussi-Tanten. Ja, diese komischen neuen Kekse da. Nein, sie sehen eigentlich ganz schön aus. Das ist wie Sims. Nur ohne dieses komische Siebenlisch. Ah, ich möchte gerne nach Hause, bitte. Ich dachte, ich kaufe dieses Sowjetrepublik-Aufbauspiel. Oh Gott, Workers and Dings. Ja, hier Workers and Resource. Auf meinem Kanal kommt ja momentan City State. Es werden einige neue Let's Plays in nächster Zeit noch kommen, da habe ich schon einiges City geplant. State, ich habe dieses Spiel irgendwie nicht verstanden. Man baut eine Das ist richtig Stadt-Reaktor. geil. Das ist richtig geil. Außer dass ich bis heute nicht geschafft habe, Gewinn zu machen. Spoiler. Nach Schätzung der Entfernung zu Anthonys Haus entscheidest du dich, ein Taxi zu bestellen. Der Taxifahrer taucht selbstbewusst in die Gassen der Stadt ein und für eine Weile fahrt ihr in Stille. Ein paar Blocks später merkst du, dass das Auto nicht zur Anführerstraße fährt, sondern in eine andere Richtung. Mal sagen, dass er sich verfahren hat. Deinem Charme und Höflichkeit informierst du den Fahrer, dass sich die Anführerstraße auf der anderen Seite der Stadt befindet. Als Reaktion darauf bremst er. Oh, ich entschuldige mich. Der Geldschein und eine Entschuldigung beruhigen den Taxifahrer und ersetzt seine Reise fort. Stellt sich heraus, dass er tatsächlich eine Abkürzung kennt und er sich das Trinkgeld verdient hat. Das Haus, in dem Fat Tony früher lebte, hatte schon bessere Zeiten gesehen. Einst eine wunderschöne Villa im klassischen Stil, starrst du die leeren Fenster und ausgebrannten Wände an. Vor kurzem gab es hier einen Brand, die Polizei steht noch wache und lässt die Besucher nicht an das Gebäude. Dann fragen, was passiert ist. Philipp? Also die Nachbarn sind gekommen, um zu sehen, was passiert ist, und sie tragen die Kleider, die sie gerade anhatten. Ein stattlicher Mann in der Uniformjacke eines Generals und blumigen Shorts schaut dich verächtlich von Kopf bis Fuß an und wendet sich ab und weigert sich überhaupt, mit dir zu sprechen. Polizei fragen, was passiert ist. So höflich wie möglich und ohne plötzliche Bewegung fragst du den nächsten Polizisten nach dem Geschehenen. Glücklicherweise entpuppt er sich als großer Mann mit dem einfachen Gesicht eines Landbewohners. Sagt, dass die Ursache des Brandes unbekannt ist und dass bei dem Vorfall eine Frau und ein Kind getötet wurden. Und bitten, den Tatort zu untersuchen. Du bittest den großen Kerl. Achso. Wie viel Geld muss ich jetzt schon aussehen? Alle untersuchen. Ja, wir knacken mal den Safe. Das wird uns noch. Ich glaube, das wird noch mal auf uns zukommen. Wette ich. Schlafzimmer, Bett. Findest nichts Interessantes. Nachttisch. Nichts Interessantes. Frisiertisch. Ultring. Ich will das nicht mit. Kinderzimmer. Was sollte ich hier nochmal mitnehmen? Bei Fat Tony? Achso, ich soll bei Smith Solerno. Ja, achso, ich soll dem Bescheid geben, was ich gesehen habe. Gott, ich hab den bestohlen vor allem. Das sag ich dem auch direkt. Übrigens, ich hab sie bestohlen. So, dann gehe ich mal hier meine Daten suchen. Fürs Quiz. Als du dich an Rose Everdeens Aufgabe erinnerst, beschließt du die Straße entlang zu ziehen, um einen Kandidaten für das patriotische Quiz zu suchen. Es sind viele Leute auf dem Bürgersteig, du musst dich entscheiden, mit wem du reden willst. Polizeistreifen sind immer patriotisch. Verstoß gegen die Richtlinie des Wissenschaftsministeriums, dass es mehr als zwei Nachkommen in Pi gibt. Oh. Das Wissenschaftsministerium sagt also, dass Pi maximal zwei Nachkommastellen hat. Und er redet dagegen. Du erklärst dem Polizisten dein Problem. Es scheint, dass du ihn in guter Stimmung erwischt hast. Er bietet dem Professor die Möglichkeit, seine Sünden durch die Teilnahme am patriotischen Quiz zu sühnen. Ja! Ja, Schuhputzer reden wir auch noch. Brauchen wir nicht mehr. Ich möchte mir die nur anhören. Ah, jetzt sind wir sogar zu sechst. Nein.
Ah, jetzt muss ich mit Rose reden.